Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma EcoFlow die Delta 2 Max Smart Extra Battery. Die Delta 2 Max Smart Extra Battery wird verwendet, wie der Name schon sagt, für die Delta 2 Max. Und zwar kann man die Zusatzbatterie, diese Zusatzbatterie, an die Delta 2 Max anschließen und hat damit die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Also das hier ist ein Li-Fi-Po-4-Akku, Lithium-Ferrophosphat-Akku, genauso wie bei der Delta 2 Max, die wir schon getestet hatten. Und damit kann man das Ganze um 2 kW erweitern. Das heißt, die Delta 2 Max hat 2 kW, die hat 2 kW, wir haben also 4 kW und können davon sogar 2 an der Delta 2 Max anschließen. Das heißt, wir können bis zu 6 kW aufrüsten. Ja, warum machen wir das Ganze? Wir haben hier einen Akku. Dieser Zusatzakku hat nur einen Powerbutton, hat ein Display, hat hier oben eine Klappe und auf der Seite einen Anschluss. Wir haben sonst hier keine weiteren Anschlüsse, also keinen USB-Anschluss, keinen Schokostecker, nichts. Das brauchen wir auch nicht, denn das ist wie gesagt ein Zusatzakku. Der Zusatzakku hat aber noch eine Besonderheit. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal hier zum Display. Wir sehen hier die Eingangsleistung, die Ausgangsleistung und wir können die prozentuale Kapazität erkennen direkt auf dem Display und wie viele Stunden je nach Stromabnahme. Die Besonderheit an diesem Akku ist, dass wir den auch direkt verbinden können mit der EcoFlow PowerStream. Das ist der Wechselrichter, den wir schon getestet hatten. Dieser Wechselrichter ist für Balkonkraftwerke gut, um eine Einspeisung vorzunehmen in das Hausnetz. Das heißt also, von den Solarpanels können wir dann mit so einem Mikrowechselrichter in das Hausnetz einspeisen. Und die Besonderheit bei diesem PowerStream-Wechselrichter von EcoFlow ist, dass er auch zusätzlich in einen Akku einspeisen kann. Also normalerweise wird das angeschlossen an die Delta 2 Max Powerstation und dann kann man das Ganze auch über Nacht zum Beispiel aus dem Strom, den Strom aus dem Akku nehmen und tagsüber halt eben aus dem Solarpanel einspeisen. Also wir haben jetzt hier an der PowerStream drei Anschlüsse dran, die sind staubgeschützt, das heißt wir haben hier so Staubschutzkappen drauf. Wir haben hier oben drin, ich zeige das mal ganz kurz, wir haben eine Klappe, da drücken wir einfach drauf. Da haben wir dann ein Anschlusskabel dabei. Dieses ist aber nicht für den PowerStream Mikrowechselrichter, sondern das ist für die Delta 2 Max, um eine Verbindung zu schaffen zwischen der Zusatzbatterie und der Delta 2 Max Powerstation. Das riecht übrigens sehr stark nach Kunststoff. Da haben wir wohl einfach ein bisschen Pech gehabt, denn normalerweise riechen die eigentlich nicht so, die Kabel von EcoFlow. Aber gut, ist manchmal so. So, dann haben wir mit enthalten noch eine Anleitung und das war es auch schon. Mehr brauchen wir aber auch eigentlich nicht. Ich zeige das nämlich weiter. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, das hier oben drauf zu legen. Dann haben wir uns ja bereits für die Delta 2 Max dieses Zusatzkabel bestellt. Und zwar muss man für die Powerstation immer das jeweilige passende Kabel mit dazu bestellen, da die Geräte unterschiedlich sind. Es gibt also zum Beispiel bei der River, bei der kleinen River 2, da gibt es nur eine Kfz-Ladebuchse, worüber man das Ganze verbinden kann. Und bei der Delta 2 Max gab es halt eben auf der Seite einen Anschluss. Jo, und dieses Kabel haben wir mit dazu bestellt. Das wird angeschlossen mit einer Rastfunktion. Hier oben sieht man das Symbol. Hier wird das angeschlossen. Und da steht Battery drauf und ist jetzt auch richtig fest verbunden. Dann wird das Ganze hier so rum eingesteckt. Das Kabel hat hier eine spezielle Form. Diese Form muss man sich anschauen und dann sieht man auch bei der Steckbuchse genau die gleiche Form. Was aber noch ganz wichtig ist, bevor man das einsteckt, unbedingt die Powerstation bzw. den Zusatzakku ausschalten. Lange hier drauf drücken, Power off. Und erst wenn das Display wirklich aus ist,
Dann kann man diesen Stecker einstecken. Der wird hier auf der Seite aufgesteckt, ohne Rastfunktion, damit man den auch jederzeit relativ einfach wieder abziehen kann. Ja, und dann haben wir das hier oben drauf liegen. Jetzt müssen wir noch anschließen natürlich wieder dieses NC4-Kabel, das ist das Anschlusskabel für die Solarpanels. Und dann kommen wir halt eben mit dem Strom von den Solarpanels hier an. Das wird dann hier eingesteckt. Hier sieht man auch wieder so ein kleines Symbol drauf. Und dann, bis es einrastet, wird es aufgesteckt. Und dann haben wir dazu noch, das ist auch bei der Powerstream-Wechselrichter mit dabei, ein Anschlusskabel für das Hausnetz. Das wird eben dementsprechend auch in der Powerstream angesteckt. Auch wieder Symbol beachten, Richtung beachten. Dann legen wir es wieder drauf. So, und jetzt haben wir eine Einspeisung vom Solarpanel. MC4-Kabel sind das hier, 4 an der Zahl. Das heißt also, wir können hier 2 Strings anschließen, 2 Solarpanel-Strings. Und also alle Leistungsdaten beachten, bevor man da irgendwas anschließt. Denn das muss aufeinander abgestimmt sein. Da darf man nicht einfach irgendwelche Panels anschließen, auch nicht beliebig viele. Und auch gerade die Spannung, die Leerlaufspannung von dem Konstrukt, was man da anschließt, sei es in Reihe geschaltet oder sei es parallel geschaltet, muss den Vorgaben entsprechen. Das haben wir schon im Video von dem Powerstream erklärt. Das ist ganz wichtig, dass man das macht. Ja, dann haben wir also vom Solarpanel eine Stromeinspeisung in diesen Mikrowechselrichter. Und dieser kann dann in das Hausnetz dementsprechend den Strom einspeisen. Wir haben hier die 800 Watt Ausführung. Es gibt die auch mit 600 Watt. Das war eigentlich so die gängige Version in Deutschland. Beziehungsweise zum Jahreswechsel werden die Gesetze etwas gelockert. Es ist dann geplant, dass wir halt eben die Möglichkeit erhalten, 800 Watt, also mehr als 600 Watt, in das Hausnetz einzuspeisen. Die Firma EcoFlow sollte dafür ein Firmware-Update zur Verfügung stellen, womit wir dann unsere alte Powerstream 600 Watt Version umrüsten können in eine 800 Watt Version, denn die ist nur gedrosselt und ja, das führt jetzt aber ein bisschen zu weit im Video. Also das haben wir auch im Test schon mal gezeigt und werden wir auch nochmal erklären, wenn das nötig ist. Ja, also eine Einspeisung haben wir hier dementsprechend in das Hausnetz und wir können aber nicht nur von den Solarpanels direkt in unser Hausnetz einspeisen, sondern haben jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze über die Zusatzbatterie zu puffern. Wir haben also hier einen 2048 Wattstunden Li-Fi-Po-4-Akku, also Lithium-Ferrophosphat, also dieser neuere Lithium-Ionen-Akku. Ja, dann schalten wir den mal ein. Wir sehen, wie gesagt, hier die Ausgangsleistung, Eingangsleistung, prozentuale Anzeige und die Stundenanzeige. Das, die LED hier vorne leuchtet auch schon leicht. Wir haben die relativ schwach eingestellt, da wir das sonst normalerweise nicht mehr brauchen. Und wir haben jetzt eine Verbindung geschaffen. Das ist jetzt eine Einheit. Wir brauchen aber nicht zusätzlich noch unbedingt zwingend eine Powerstation oder irgendetwas anderes, um das Ganze zu verbinden zu Hause, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt mit einem Handy oder Tablet eine Verbindung herzustellen. Man macht hier einfach in der EcoFlow-App eine Suche und sucht dann die Geräte. Man findet aber nicht den Zusatzakku, sondern man findet den Powerstream-Mikrowechselrichter. Darüber wird das Ganze gesteuert. Das heißt, das Energiemanagement und so, das läuft halt eben darüber ab. Und wir haben das ja auch schon in dem vorigen Video gezeigt. Das zusätzliche Video haben wir unten verlinkt. Und zwar, wie das Ganze funktioniert mit der App, was man alles einstellen kann. Man kann nämlich priorisieren, man kann sagen, man möchte bevorzugt in das Hausnetz einspeisen oder man möchte bevorzugt in den Akku einspeisen. Genau das Gleiche funktioniert hier auch. Wir brauchen also nicht zwingend so ein Powerstation dazu, sondern es reicht wirklich dieser Zusatzakku, der natürlich deutlich günstiger ist als die Powerstation. Denn wir haben bei der Powerstation natürlich noch deutlich mehr Elektronik verbaut. Denn es gibt dort ja auch in der Powerstation die Anschlussmöglichkeiten für Schokostecker und für USB und für Kfz-Anschlusskabel und so weiter und so weiter.
Das haben wir hier alles nicht, aber das brauchen wir auch nicht. Also zumindest nicht für diese Funktion. So, ich schalte das Ganze aber jetzt mal wieder aus und möchte noch was anderes zeigen. Dann schieben wir das Ganze weg. Und dann, 20 Kilo wiegt das übrigens. Und der hier auch etwas über 20 Kilo. So, das hier ist die Delta 2 Max. Und da stellen wir jetzt drauf den Zusatzakku. Das heißt, wir haben jetzt die Delta 2 Max, die Delta 2 Max Extra Battery, alle Anschlusskabel. Und jetzt müssen wir aber natürlich auch wieder schauen, ist alles ausgeschaltet. Jetzt müssen wir eine Verbindung herstellen zwischen dem Powerstream, der Zusatzbatterie und der Powerstation. So. Wie gehabt wird der Powerstream, also der Mikrowechselrichter, wird eingesteckt in die Powerstation. Man sieht hier, wie der Stecker aufgebaut ist. So, den stecken wir hier in der Seite ein. Der kommt in Extra Battery 2. Und dann haben wir dieses Kabel, was mit dabei war, bei der Zusatzbatterie. Damit stellen wir eine Verbindung her zwischen der Zusatzbatterie. Am besten also stehen machen und nicht wie ich hier im Sitzen. Und der Powerstation. Da muss man schauen, wie rum das Ganze eingesteckt wird. So, ja, nicht schön, aber selten. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Gut. So, das heißt, wir haben jetzt einen Verbund hergestellt zwischen Powerstation, Zusatzbatterie und dem Mikrowechselrichter. So, und jetzt können wir auch schon die Powerstation einschalten. Und dann sehen wir auch, was passiert. Die Zusatzbatterie wird zusätzlich eingeschaltet und die Steuerung wird vorgenommen über dieses spezielle Kabel von EcoFlow. Wir haben also jetzt eine Verbindung geschaffen zwischen diesen drei Geräten und können das dann wiederum über die App steuern. Wir haben also die Möglichkeit zu sagen, wir möchten jetzt diese 4 kW, also 2 und 2 kW sind das. Das ist jetzt die maximale Kapazität, die hier so in dieser Konstellation möglich ist. Wir möchten diese Kapazität halt eben dementsprechend mit dem Hausnetz verbinden über diesen kleinen Stecker. Hört sich schlimm an, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, 600 Watt kommen hier raus, beziehungsweise 800 Watt. Und da ändert sich auch nichts dran, ob wir da jetzt einen Zusatzakku noch haben oder nicht. Die Leistung an sich sind 600 oder 800 Watt. Die Verbindung, was auch noch ganz interessant ist, die Verbindung von der Powerstream zu dem Gerät, also zu dieser Einheit, die jetzt hier geschaffen wurde, beträgt übrigens 600 Watt. Ganz gleich, ob man einen Powerstream hat mit 800 Watt oder 600 Watt, sie beträgt immer 600 Watt, zumindest derzeit. Wir können die 800 Watt in den Stromstecker nur dadurch erreichen, indem wir zusätzlich noch Solarenergie dementsprechend mit in das Hausnetz einspeisen. Das heißt, wir haben immer nur bis zu 600 Watt aus den Akkus und dann zusätzlich noch das, was halt eben über Solar reinkommt und können dann bis zu 800 Watt draufkommen. Ja, also das hier ist diese gesamte Verbindung. Das Ganze kann jetzt wirklich umfangreich über die App gesteuert werden. Das haben wir auch schon gezeigt in dem Testbericht von der Delta 2 Max und dem Testbericht von dem Powerstream. Und auch zusätzlich noch hatten wir noch die Smart Plugs im Test. Das haben wir alles auf funkyhome.de gezeigt und zusätzlich auch in dem Video. Und da haben wir auch gezeigt, wie das mit der App funktioniert, dass man halt eben sagen kann, man möchte bevorzugt hier reinspeisen oder bevorzugt ins Hausnetz speisen oder wie viel möchte man Restkapazität lassen. Wir haben jetzt hier gerade mal 30% und 26%. Das ist natürlich nicht mehr allzu viel. Und wie voll soll das ganze System laden? Soll das jetzt über 90% noch laden oder 97% oder. Also es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten. Man kann mittlerweile sowohl ein Scheduling vornehmen, das heißt, man kann das auch ganze zeitgesteuert machen oder man kann das auch anwendungsbezogen machen. Ja, wie das Ganze im Test abschneidet, das zeigen wir wieder auf funkyhome.de. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da.
oder abonniert unseren Channel am besten, denn dann wird man auch weiterhin über die neuen Videos informiert und wir können auch dann noch weitere Videos, Anleitungen und so weiter zeigen. Wir hatten ja schon ein ganz interessantes Video noch gemacht zum Firmware-Update von diesen Geräten, um Sicherheitslücken zu stopfen. Und es gibt sicherlich noch einiges mehr, was wir da berichten werden. Apropos, heute Morgen hat die Firma EcoFlow ganz frische Firmware-Versionen für die Delta 2 Max rausgebracht. Und zwar die Firmware-Version 1.0.0.135. Das ersetzt die 1.2.6. Und damit ist es denen gelungen, die USV-Zeit, also die Reaktionsgeschwindigkeit von 30 Millisekunden, auf unter 20 Millisekunden zu verringern. Und zusätzlich wurde noch das Energiemanagement optimiert. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann schalten wir das Ganze mal wieder aus. Und dann geht auch alles beides wieder zusammen aus. So, jetzt gibt es aber wirklich nichts mehr zu sehen. Tschüss.